Hey Freunde und herzlich willkommen in den Pyrenäen zur 16. Etappe der diesjährigen Tour de France. Es geht los, die erste von drei Bergetappen hintereinander. Diese drei seht ihr hier. Von diesen dreien die längste. Allerdings auch diejenige, die nicht oben an einem Berg endet, sondern unten im Tal. Vielleicht eine Chance für uns mal offensiv zu fahren und hier einen Angriff zu starten. Ich würde sagen, wir schauen uns an, wie das Rennen so läuft und sehen uns gleich wieder. Alexander Vlasov ist gestürzt, auch noch komplett alleine. Das ist natürlich sehr, sehr doof. Wir haben übrigens Maximilian Schachmann vorne in der Ausreißergruppe. Noch ist das Rennen halt relativ langsam, würde ich mal sagen. Deswegen sollten wir es schaffen, mit Vlasov hinten wieder ranzukommen. Ist natürlich auch... jetzt mal ein bisschen doof, kostet ein bisschen Energie, es ist für, ja, für alle so ein bisschen nervenaufreibend, ne? Aber wir sollten das schon wieder schaffen. Ranzufahren mit Alexander Vlasov. Ja, Van Poppel macht das hier schon. Ich glaube, mit Pollet und Malen hätte ich jetzt gar nicht mehr unbedingt noch mitmachen. Uiuiui, da hätte ich fast... Erst nochmal über Lutsenko rüberfallen können. So, liebe Freunde, wir machen das folgendermaßen. Pollet ist, glaube ich, heute eingesetzt, um Vlasov zu schützen. Van Poppel ist eingesetzt, um Wasser zu holen und solche Sachen. Und Malen wird jetzt für den Moment eben nochmal ein bisschen Tempo machen. Nicht das erste Mal, dass Vlasov gestürzt ist und auch nicht das erste Mal, dass Maximilian Schachmann hier in einer Ausreißergruppe mit vertreten ist. Wieder eine absolut, ja, also unglaublich starke Ausreißergruppe. Mit sogar Gaudu und Küng vorne mit dabei. Wir sehen hier auch das orangene Trikot als Symbol für Favoriten in diesem Spiel. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt langsam mit Schachmann ein bisschen weiter nach vorne, um hier vielleicht die Bergwertung der dritten Kategorie mitnehmen zu können oder zumindest ein paar Punkte zu holen. So eine Top-5-Platzierung der Bergwertung wäre echt super. Jack Haig, actually ganz stark. Weiß ich nicht, ob ich... Ja doch, ich glaube, das wird wahrscheinlich mein Hinterrad. Wobei nicht unbedingt. Mal sehen, wie sich das jetzt wäre, glaube ich, eher Gaudu. Jetzt wieder nicht. Jetzt, wo sie angreifen, ja, das ist super, weil Jack Haig scheinbar nicht angreift. Mit super meine ich natürlich nicht so super. Ja, erstmal die Arbeit an Wellens Hinterrad zu kommen. Vielleicht kommen wir noch dran vorbei, aber wir werden ein bisschen geblockt. Ich weiß gar nicht, ob uns das überhaupt Punkte gebracht hat. Nein, leider nicht. Ah, sehr schade, vor allem, weil es das relativ viel Energie gekostet hat. Aber es kommen hier noch vor allem zwei Berge der Kategorie 1. Schachmann holt sich ganz entspannt die Sprintwertung und jubelt noch einmal kurz. Das ist natürlich auch ganz nett. Damit sind wir jetzt mit Maximilian Schachmann auf Platz 10. Führt ja momentan Mathieu van der Poel vor Alexander Vlasov, gerade mit 2 Punkten Vorsprung. Das heißt, definitiv noch eine Chance, dass wir tatsächlich mit Vlasov dieses Trikot holen. Kwiatkowski, Gaudu und Mollema haben mich so ein bisschen abgehangen und dieser Berg scheint echt herausfordernder zu sein, als ich gedacht habe. Ich sehe, dass hier wirklich einiges passiert. Wir haben Pollitz verloren, der komischerweise einen 10er Einsatz hat. Ich kann bedenken, woran es lag, aber praktisch. Schachmann, weder Etappensieg noch Bergtrikot, scheint heute irgendwie auch nur in Aussicht zu stehen, dass wir da irgendwas tun könnten. Kann sich jetzt, glaube ich, hier auch von ja jeglicher Hoffnung eben verabschieden. Selbst Patrick Konrad ist hier schon fast verbraucht. Und das, obwohl wir noch nicht mal oben auf dem ersten Berg sind. Ich hoffe, dass Schachmann so ein bisschen regenerieren kann und dann zurückkehrt ins Hauptfeld, um nochmal als Helfer zu dienen. Das ist natürlich, ja, ich hatte mit Schachmann zwischenzeitlich echt Hoffnung, bevor wir diesen ersten Berg hochgefahren sind, dass ich vielleicht mit ihm sogar unter ja, guten Voraussetzungen
diese Etappe gewinnen könnte aus der Ausreißergruppe hinaus, die ja heraus, die sehr stark war. Allerdings natürlich jetzt habe ich mich so ein bisschen von der Hoffnung verabschiedet. Und ich würde sagen, ja, die drei werden es wahrscheinlich machen, oder? Ich glaube, das wird ein Etappensieg für Gaudí, womöglich. Der sich, glaube ich, vielleicht auch heute sogar die Bergwertung starten kann. Wer fährt hier alleine? Quintana. Ja, der ist sogar hinter Schachmann. Vielleicht also doch gar nicht mal so die schlechte Leistung von Schachmann, aber ansonsten einfach hier krass, was abgeht und Van Poppel. Ja, wird vielleicht sogar einer sein, der wieder kämpfen muss um die Karenzzeit. Wie gesagt, ich hoffe, dass er durchkommt für die letzte Etappe in Paris. Patrick Konrad hier auch, ja, kaum noch Energie übrig. Und die Fahrer in der Gesamtwertung, bis auf Alaphilippe, der hier ein bisschen draußen rumfährt, actually, befinden sich alle in dieser 37 Fahrer starken Gruppe. Schachmann hat sogar ein bisschen Energie jetzt wieder eingeholt und könnte dann vielleicht noch als Helfer dienen, aber befindet sich halt noch weit vorne. In einer starken Gruppe mit Quintana an Mollema, die ihn da wahrscheinlich so ein bisschen überpacen. 12 Minuten für Alaphilippe Rückstand. Wie sieht es hier aus? Also, ja, er braucht 6 Minuten auf mich. Ich glaube nicht, dass das drin ist für Alaphilippe. Das macht mir eher weniger Sorgen. Und es gibt hier andere Teams, die auch ein bisschen Tempo machen. Es geht jetzt in diesen letzten Anstieg. Und ich werde jetzt diese Taktik mal wieder probieren. Dass Kemna ein bisschen sich erholen kann, in Anführungszeichen, an Vlasovs Hinterrad. Und sobald Konrad dann alle ist, dann Kemna die Schutzarbeit übernehmen kann. Ich denke, so funktioniert das relativ gut. Und Kemna verliert dabei eben nicht so viel Ausdauer, aber ist halt immer noch gut weit vorne und kann jetzt eben schnell übernehmen. Und ja, schnell übernehmen ist das Stichwort, glaube ich, weil Konrad wird das hier, glaube ich, schon ziemlich schnell aufgeben müssen. Was natürlich doof ist, aber wie gesagt, jetzt habe ich halt eben Kemna. So, Kemna schützt Vlasov und ich bin mir nicht sicher. Vielleicht. Ich habe zwei Ideen. Entweder ich mache das jetzt wieder, dass ich eben diese eine Geschwindigkeit hochfahre und dann irgendwie erstmal total viel Position auf alle verliere, aber dann wieder so ein bisschen von hinten aufrolle, das Feld und die Position dann nachträglich wieder gut mache. Oder ich versuche heute vorne mit dabei zu bleiben, so, und dann möglichst einem Angriff zu folgen, über diese Kuppe hinüber. Und dann vielleicht in dieser Abfahrt mit einer Gruppe vielleicht einen Zeitabstand rauszufahren. Und ich glaube, ich möchte das heute einfach versuchen, weil wenn nicht heute, wann dann? Ja, das ist jetzt vielleicht gar nicht mal die Taktik, von der ich jetzt überzeugt bin, dass sie am besten funktionieren wird, aber einfach die Taktik, auf die ich Bock gerade habe. Deswegen mache ich das. Ich frage mich, von wem wird vermutlich eine Attacke ausgehen? Ich habe so ein bisschen Gefühl, Uran könnte es zum Beispiel sein. Napol fährt hier vor. Das ist unglaublich, was Van der Poel hier in dieser Tour leistet. Schachmann ist jetzt aber tatsächlich auch in dieser. Und jetzt ist es Luzenko, der angreift, oder? Es ist Luzenko. Aber es ist noch ziemlich früh. Ich muss jetzt vielleicht noch gar nicht mitgehen. Wenn es halt nur Luzenko ist. Ich guck mal eben gerade so durch, ob ich hier noch andere Fahrer finde, die Anstalten machen, da mitgehen zu wollen, aber es sieht eher nicht so aus. Uran ist übrigens jetzt da hinten. Jetzt habe ich halt Schachmann wieder da. Und ich glaube, ich werde den direkt so einsetzen, tatsächlich mit Nachführarbeit, damit Luzenko eben nicht wegkommt. Das wird jetzt die Aufgabe von Schachmann so ein bisschen sein. Und jetzt sind es tatsächlich auch Valence und Haig, die hinterher wollen. Und ich könnte jetzt sagen, okay, ich gehe hinter Jack Haig, aber ich glaube, macht doch keinen Sinn, dass Haig da hinterher geht, im Angriff irgendwie mitzugehen. Der will doch höchstens da ja wieder Position gut machen für seinen Teamkapitän. Für Tadej Pogacar. Ja, und Schachmann arbeitet jetzt so dieses Feld ein bisschen wieder zurück und ich muss aufpassen, wenn ich hier so Tempoverschärfungen sehe, dann bin ich immer sehr vorsichtig und pausiere lieber einmal zu viel, damit mir ja kein
keine Attacke entgeht, der ich jetzt nachgehen möchte. Und wir sind jetzt so langsam in diesem Stück, was wirklich, wirklich hart wird. Und ich gehe mal mit Schachmann ja, das Energiegel. Und versuche weiter hier Luzenko wieder einzufangen, was ich jetzt auch geschafft habe. Ja. Ansonsten, ich weiß nicht, was ich jetzt mit Schachmann mache. Ich glaube, ich werde einfach weiter so ein bisschen Tempo machen. Und jetzt weiter mit Vlasov gucken, dass ich möglichst keine Attacke verpasse. Das ist gerade echt spannend, muss ich sagen. Ah, Vogelsang. Ja, jedes Mal, wenn hier jemand irgendwie so ein bisschen aus dem Sattel geht, dann bin ich da so, oh, jetzt kommt's vielleicht. Wie mich aus, dass er gar nicht mal so weit vorne jetzt. 3 Minuten. Es sind Dylan Toyns, David Gaudu und Michael Kwiatkowski. Wobei diese gerade, glaube ich, Kwiatkowski hinten lassen. Ich lasse aber kein Wasser mehr. Das ist natürlich übelst unpraktisch, weil jetzt kann ich auch gerade nicht wirklich Wasser holen in dieser jetzigen Situation. In der Abfahrt hoffentlich. Und ich achte jetzt weiter darauf. Ja, und aber es sieht auf der anderen Seite wiederum ziemlich eng aus hier mit den was wollte ich sagen, genau. Mit unserer Energie. Wenn ich da unsere Balken anschaue, es ist eine Sache, die mir Angst macht. Und Daniel Martinez verschärft das Tempo, aber es ist wieder kein Angriff. Ja, wie gesagt, ich. Oh doch, jetzt ist es doch einer. Und jetzt muss ich aufpassen. Also Schachmann. Nee, nicht Schachmann. Vlasov natürlich. Vlasov geht hinterher. Schachmann. Kemner, machen so ein bisschen Platz, bitte. Dass Vlasov sich auf jeden Fall das Hinterrad von Martinez schnappen kann. So, und jetzt sage ich mal, Leute, macht mal irgendwie automatisch. Kümmert euch im Eierding und ich glaube, es kommt vielleicht gar kein anderer mehr. Ja, es sieht gerade nach einer Sache von Martinez und Vlasov aus. Wir sind jetzt schon über der Kuppe. Oder, nee, es ist nur die Bergwertung. Es geht noch ein kleines Stückchen weiter hoch, bevor es dann wieder runter geht und Vlasov, stelle jetzt mal hier 85 Einsatz, weil ich würde mal sagen, kann eben noch schnell die Wasserflasche abholen. Und mit 85 Einsatz geht es jetzt hier so ein bisschen diesen Berg runter. Oder komm, ich gehe mal auf die Führungsarbeit, dann gebe ich Martinez auch die Chance mitzumachen. Und Kemner Schachmann aus irgendeinem Grund, von mir aus, das macht euer Ding. Ich glaube, die. Ich vertraue jetzt einfach mal auf die KI, ich habe keine Ahnung, was sie machen. Wir haben fast 2 Minuten auf diese Gruppe ums gelbe Trikot, in der eben auch Schachmann und Kemner drin sind. Und deswegen werde ich sagen, wieso mache ich eigentlich noch Arbeit mit Vlasov? Eigentlich absolut stupid, weil ich habe Schachmann und Kemner hinten in der Gruppe. Also eigentlich Martinez muss halt auch arbeiten und das tut er irgendwie nicht. Hat einen Teamkollegen in der Spitze. Ah, okay, Michael Kwiatkowski. Ja, aber gut, das ist ja auch doof, weil der ist halt weiter. Eigentlich müsste jetzt Michael Kwiatkowski sich zurückfallen lassen, um eben für Martinez zu fahren. Wir verlieren aber auch nicht viel Zeit, das ist das Gute. Wir sind halt auch in der Abfahrt. Was soll da groß passieren? Ja gut, es sind schon 1,5 Minuten jetzt nur noch. Ich versuche doch nochmal ein bisschen Tempo zu machen. Wäre halt schade, wenn wir jetzt gerade diese Zeit verlieren. Obwohl wir sie eigentlich ja mindestens halten können, wenn wir sogar rausfahren könnten in der Abfahrt. Beim Gegenüber so einem Feld. Ja gut, es sind nur noch 18 Fahrer, aber trotzdem. Ja, ich weiß nicht, ob wir vor diesem Feld reinkommen. Es wird schwierig, vor allem wenn Martinez halt nicht mitarbeitet. Ja, vielleicht greift mir ja noch jemand aus dieser Gruppe an. Ich weiß es nicht. Das wäre auch noch eine Hoffnung, aber ja, am ehesten werden wir tatsächlich wieder eingefangen. Und jetzt greift Martinez an. Was für ein. Ah, das ist ein absolut ekliger Move. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Wie kann man denn so sein? Arbeitet er denn jetzt wenigstens? Nö. Er arbeitet nicht. Ach so, ja klar, weil ich jetzt in der Gesamtwertung weiter von. Geht's dem Jungen gut? Und ja, tatsächlich. Sieht so aus, es gab den Angriff. Urglitch ist. Okay, überraschenderweise. Wieso
kenne eigentlich Schachmann nicht andersrum. Andersrum macht doch viel mehr Sinn. Ja, klar, also. Ja, gut, Schachmann ist ja eher der schnellere Mann am Ende des Tages. Okay, ja, ist, ja macht euer Ding, wie gesagt. KI macht schon. Aber ja, kann halt einfach mit der höheren. Mit dem höheren gelben Balken momentan. Wir haben auch nur noch 6 Kilometer. Naja, was heißt nur noch, ne? Soll ich vielleicht auf Roglic warten? Ich weiß es nicht. Ausgerechnet Roglic. Ob dem wäre es eigentlich cool, wir müssen es halt gut zu machen. Boah, und Martinez, es ist echt. Es war wirklich so ein ekelhafter Move. Jetzt sogar zweimal. Das sind noch 3 Kilometer jetzt, ja. Martinez, wir haben Dagoudi, wir haben vorne Dylan Teuns, der schon über die Linie gefahren ist. Und dann Michael Kwiatkowski danach. Wir haben hier David Gaudu, der nur Dritter wird. Also sehr stark natürlich von Dylan Teuns, genau. Hier Martinez und dann, ja, mich mit Blase auf der Hinterhand. Das ist, ja, was soll ich sagen, ne? Wir machen es halt gut auf die Fahrer hier um Roglic und Pogacar. Gucken wir jetzt eben an, ob ich jetzt schon sprinten soll oder ob ich noch ein bisschen warten soll. Ich bin E5. Ja, dann noch nicht unbedingt. Ich erhöhe aber schon mal auf die 85. Und werde jetzt bei 800 Metern sprinten. Ja, ich glaube, ihr beiden könnt auch schon mal sprinten in der Gruppe. Es wird so viel. Weiß noch nicht, aber vielleicht so auf die 90 und dann muss ich gleich darauf achten, dass sie sprinten. So, Vlasov kommt auf jeden Fall hinter Martinez rein. Mal so anstrengend, wenn man auf so viele Sachen gleichzeitig achten muss. Aber er kriegt einen Zeitabstand auf diese andere Gruppe. Diese hier. Und für die Teamwertung könnte das actually auch für uns von Vorteil sein, was wir hier gerade fabrizieren. Vlasov noch mit ein bisschen roten Balken sogar. Hätte sogar noch früher gehen können. Ja, mit ihnen hier bin ich früher gegangen mit Schachmann und Kemna. Ja, und da hat es eher gepasst. Selbst da ist ja noch ein bisschen übrig. Pogacar führt diese Gruppe hier an. Ums gelbe Trikot. Naja, er hat das gelbe Trikot, meine ich, nicht er ist. ja, Van Poppel einiges hinten, aber ich glaube, das sollte auch heute wieder reichen für die Karenzzeit. Da müssen wir es wahrscheinlich eher noch in den nächsten Etappen Sorgen machen. Aber es sind noch Leute ganz weit hinten, so wie Petit. Aber selbst der sollte es schaffen, ja. Er wird es schaffen. Er wird es schaffen. 41 Minuten später kommt er rein. Und ja, wir haben eine Minute auf Pogacar gut gemacht. Und natürlich auch auf Vingegaard, auf Roglic, auf Uran, auf Caruso. Van der Poel wieder mit dabei. Unglaublich. Das heißt, wir sind jetzt nur noch 2, 3 Viertelminuten hinter Roglic. 5 Minuten 46 hinter Pogacar. Passt schon 5 Minuten vor Maas, also das ist eine relativ safe Sache jetzt auch. Ja, mit dem Zeitfahren, selbst wenn wir damit vielleicht kein gutes Ergebnis erzielen sollten. Trotzdem eigentlich safe, dass wir diesen Podiumsplatz hier behalten, was super cool ist. Und ja, auch mein Ziel. Maximilian Schachmann auf dem 15. ist auch okay. Dylan Teuns halt jetzt auf dem 12. durch diesen Ausreißversuch. Oder durch diese, nicht den Versuch, er hat ja sogar die Etappe gewonnen. Ich guck mal eben, sind vielleicht Gaudus auf dem 23. Kalkos ist, glaube ich, ganz woanders. Nee, doch, er ist auf dem 14. sogar vor Schachmann. In der Sprintwertung bin ich jetzt tatsächlich Erster mit Vlasov. Ja, wir haben uns heute halt eben nochmal ein paar Punkte holen können. Auf jeden Fall mehr als Van der Poel. Ich habe da gar keinen Punkt holen können. Sam Bennett sogar nur auf dem 6. jetzt und Schachmann auf dem 10. Not bad. Ich werde es wahrscheinlich tatsächlich mit Vlasov versuchen. Dieses grüne Trikot zu holen. Er hat es jetzt in der nächsten Etappe. Also, das ist unglaublich. In Vlasov. Eigentlich für die Gesamtwertung gegangen, aber das ist ja fast noch cooler, wenn wir jetzt sogar das grüne Trikot gewinnen sollten. Wäre das echt ein Träumchen. Bergwertung auf dem 9. und 10. Platz. Ich glaube, das kann ich komplett abhaken jetzt mittlerweile. Also, habe ich ja schon vorher irgendwie ein bisschen gesagt, aber ich habe es trotzdem immer so nebenbei versucht, aber ich glaube, ich sollte da nicht mehr wirklich mehr Energie reinstecken. Ich meine, wenn ich das grüne Trikot gewinne, dann ist das ja mindestens genauso gut.
Wenn nicht sogar besser. Und ja, Teamwertung auf dem dritten. Ich glaube nach wie vor haben wir heute wohl nicht so viel gut machen können. Wir haben auf jeden Fall auch einen ordentlichen Abstand auf Jumbo-Visma, was cool ist, aber was ich nicht weiß, ob wir das tatsächlich in den nächsten beiden Etappen halten können. Deswegen können wir uns doch noch nicht ganz ausruhen, aber ich glaube, der vierte Platz ist uns mindestens sicher. Lennart Kemner sieht immer noch übel fit aus, 96%. Danny van Poppel hingegen komplett zu Ende. Ja, also wir haben noch zwei Bergetappen und dann halt noch zwei Sprintetappen. Ich denke, das sollten wir schaffen, mit Vlasov dieses grüne Trikot zu verteidigen, wenn wir es wirklich versuchen wollen. Ich denke, das sollten wir schaffen. Das ist drin. Das ist wirklich drin. Also insofern, ja, wir sehen uns morgen in dieser Etappe mit ganzen vier Bergen und einer Bergankunft zum Schluss. Wie dem auch sei, ich denke, da wird auf jeden Fall der dritte Platz in der Gesamtwertung verteilt, auch der erste Platz in der Sprintwertung. Und vielleicht gehen wir auch nochmal in der Ausreißergruppe. Also bis dann, macht's gut und bye bye.